Immer mehr Gottesdienste sind heutzutage geprägt von großartigen Bühnen, Lichtshows, perfekte Soundanlage, grandiose Planung und so weiter. Und was eigentlich sehr schön aussieht, bekommt immer häufiger nachgesagt, dass all diese Dinge einzig und allein dazu dienen, die Menschen, die Zuhörer der Gottesdienste zu manipulieren. Und jetzt wird spannend. Was passiert, wenn du Evangelikalen all diese Dinge wegnimmst? Was passiert, wenn es plötzlich keine Nebelmaschine, keine Soundanlage und Co. mehr gibt? Ist es wirklich wahr, dass alles reinste Manipulation ist? Ich möchte dir heute von unserer Encounter Night in Freiburg erzählen. Es ist das zweite Mal, dass dieser Dienst hier eine eigene Veranstaltung gemacht hat und dieses Mal war alles anders als beim ersten Mal. Und ganz kurz erklärt, die Encounter Night ist eine Nacht, in dem Fall waren es zwei Nächte, aber es geht bei der Encounter Night darum, dass Menschen kommen, Christen wie Nicht-Christen, um eine Begegnung zu haben mit Gott. Nicht über Gott zu sprechen, nicht irgendetwas zu hören, um sich berieseln zu lassen, sondern nein, es geht wirklich um eine echte, wahrhafte Begegnung mit unserem lebendigen Gott. Ende letzten Jahres fand zum allerersten Mal diese Encounter Night statt in München und es war echt unglaublich zu sehen, wo aus dem ganzen Land Menschen teilweise über 800 Kilometer nach München gefahren gekommen sind, teilweise mit dem Flugzeug, einfach nur, um dabei zu sein. Nicht, weil wir da irgendwas besonders Tolles vorbereitet hatten, sondern weil sie Hunger hatten nach einer Begegnung mit Gott. Und was wirklich 1A war dort, war die Location. Also für meinen Geschmack, es war echt alles da, was das Herz begehrt. Eine großartige Bühne, eine Lichtshow vom Allerfeinsten, eine riesen LED-Wall, eine perfekte Soundanlage. Es war alles tippitoppi, wirklich. Also rein locationmäßig 1A. Das empfindet natürlich nicht jeder gleich, aber für mich persönlich war es von der Location her wirklich super. Und auch wenn man natürlich wieder übertreiben kann, auch in solchen Sachen, auch man kann auch mit Licht und auch mit Technik einfach viel zu viel übertreiben, aber grundsätzlich mag ich solche Locations. Viele andere hingegen sehen das ganz und gar nicht so. Und hier finde ich, da gibt es so zwei verschiedene Lager, nämlich die einen, die einfach sagen so, nee, also wenn da zu viel Licht und zu viel Technik und zu viel Tamtam um den Gottesdienst herum ist, ist mir das einfach too much. So, ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Und voll okay, habe ich ja gerade schon gesagt, also jedem, wie ihm das gefällt. Und dann gibt es aber noch die anderen, die sagen so, all diese Dinge haben einzig und allein das Ziel, dich, wenn du in diesem Gottesdienst sitzt, zu manipulieren. Es ist alles eine riesengroße Manipulation mit Lichteffekten und mit LED-Walls, mit Bildern, mit Eindrücken, der Sound, mit Atmosphäre, die geschaffen wird und so weiter. Also da gibt es ja viele Aussagen, die einfach immer darauf hindeuten, so all diese Dinge, all diese Punkte haben ein Ziel, nämlich dich zu manipulieren. Und ich habe das wirklich auch schon oft Menschen sagen hören, tatsächlich. Und ich möchte dir einfach mal kurz meine Gedanken dazu äußern. Ich finde, alles, was dazu beiträgt, Menschen in eine Anbetungshaltung zu führen, alles, was dazu beiträgt, Menschen näher an das Herz von Jesus zu rücken, ist gut und ist hilfreich. Ja, das kann eine Soundanlage sein. Wenn die Lobpreisband über die tollen Lautsprecher ihre Musik macht und dir das dabei hilft, in Anbetung zu kommen zu Jesus, warum nicht? Ich finde, solange es Menschen näher zu Jesus rückt, solange es nicht einfach nur als Entertainment da ist, solange es nicht einfach nur Menschen unterhält und wir uns dadurch berieseln lassen, solange finde ich diese Dinge gut und solange finde ich es, ja, spricht nichts dagegen, zu sagen, hey, wir nutzen alles, was wir haben, alles, was wir nutzen können, um die Menschen näher an Jesus zu rücken, weil darum geht es doch am Ende. Warum kommen wir denn zusammen? Wir wollen, dass die Menschen A, aus dem Wort Gottes etwas lernen bei einem Gottesdienst und B, wir wollen, dass sie Christus ähnlicher werden. Wir wollen, dass sie näher an das Herz von Jesus kommen. Und ja, ich weiß natürlich auch, dass es Menschen gibt, die hier übers Ziel hinausschießen, dass es Gemeinden oder dass es Veranstaltungen gibt, wo einfach wirklich, ja, wo tolle Bühnenshow ist
und du dich manchmal fragst, so ist das hier wirklich noch Christus-zentriert? Ist das wirklich noch ein Gottesdienst, wo es um Jesus geht? Oder verlieren wir uns in dieser ganzen Technik, in all dem, was wir Materielles zur Verfügung haben und nutzen es nur noch, um uns zu entertainen? Aber zurück nach Freiburg. Wie ich es vorhin gesagt habe, dort war alles anders als beim ersten Mal. Vielleicht hast du es im Vorhinein mitbekommen. Wir hatten diese zweite Encounter Night nicht in irgendeiner Gemeinde, in irgendeiner Location, sondern wir waren in einem Zelt. So richtig oldschool in einem Zelt, wie man das früher gemacht hat. Evangelisation im Zelt. Und in diesem Zelt hatten wir weder eine große Lichtershow, wir hatten keine Nebelmaschine, wir hatten keine LED-Wall, so, wir hatten keine große Bühne. Wir hatten eine Bühne, aber eine kleine, also keine große Bühne. Es gab zwei Lautsprecher und unsere Band und Prediger. Und jetzt wird es interessant, denn entweder das, was diese Menschen oder das, was manche Menschen sagen, ist wahr und all diese Technik ist der Grund, warum man in so vielen Recap-Videos später dann sieht, dass Menschen eine Begegnung haben mit Gott und dass sie berührt sind oder dass sie weinen. Und all das hat nur damit zu tun, weil alles so manipulativ durch Technik gestaltet ist. Oder aber Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das, was die Bibel sagt, ist wahr. Und der Heilige Geist kann wirken und wirkt, wenn wir ihn lassen. Und damit ich dich nicht länger auf die heiße Folter spanne, möchte ich dir jetzt zeigen, was Gott in Freiburg bei der Encounter Night getan hat. Warum? Wie kann Gott gut sein? Wie kann er gut sein, wenn so viel Leid auf der Welt ist? Wie kann er gut sein, wenn so viel Schreckliches hier auf der Erde passiert? Gott möchte euch heute begegnen und er kann das tun und er wird das tun, wenn du dein Herz aufmachst. Meine Lieben, das ist das, was uns Christen antreibt. Es ist nicht so, dass wir kein Leid mehr haben, aber wir wissen, auf wen wir uns stellen können. Wir wissen, zu wem wir beten können. Wir wissen, wen wir rufen können. Seine Gegenwart ist heute hier, deswegen beten wir ihn an. Gott ist real und er möchte dir heute begegnen und ich sage dir eins, Jesus ist auch ans Kreuz gegangen für unsere Krankheit. Wir gebieten den Kopfschmerzen in Jesu Namen, deinen Körper jetzt zu verlassen. Hallo, ich bin Jule und ich habe seit keine Ahnung, wie viele Jahre, ich kann es nicht mal zählen. Richtig, richtig starke Rückenschmerzen jeden Tag und auch ich leide richtig stark unter Migräne und Kopfweh. Und ich war auch gestern schon da und da habe ich die Heilung leider noch nicht empfangen und bin wirklich mit Migräne hier rausgegangen. Und gerade eben, als wir im Gebet waren, habe ich geweint und habe gesagt, bitte heile mich. Ich weiß, dass du kannst und ich weiß, dass du willst. Und dann hat er mich befreit von meinen Rückenschmerzen und meiner Migräne. So gut! So gut! Schieb's nicht auf, warte nicht. Heute ist der Tag. Heute ist Tag der Errettung. Jesus will, dass du ihn heute in dein Herz einlädst. Gott ist heute hier. Sein Geist ist heute hier. Und das Einzige, worauf er wartet, um auf dich zu kommen, ist, dass du dein Herz aufmachst und alles dort rauslegst und wirfst, was dort nicht sein sollte. Ihm war wichtiger, was diese Welt ihm zu bieten hat. Ihm war wichtiger, was er sich an Schätzen hier auf dieser Welt angesammelt hat. Und ich möchte dich heute ermutigen, hör auf in deinem Leben Schätze auf dieser Welt zu sammeln. Sammel Schätze, die du mitnehmen kannst in die Ewigkeit.
dort in diesem Zelt hatten wir keine Technik, keinen Schnickschnack, nichts, aber auch gar nichts, was Menschen in irgendeiner Art und Weise hätte ablenken können oder manipulieren können. Das Einzige, was wir dort hatten, war die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich möchte das wirklich nochmal betonen, weil gerade eben, weil der Unterschied von der ersten zur zweiten Encounter-Night so groß war, von diesem einen Extrem zum anderen Extrem, was die Location angeht, habe ich absolut keinen Unterschied feststellen können von dem Wirken Gottes. Gott hat in München genauso stark gewirkt wie in Freiburg. Es ist ein und derselbe Gott. Und weißt du was? Ich möchte dir was sagen. Gott ist nicht abhängig von unserer Technik. Gott ist nicht abhängig oder angewiesen auf, wie sieht die Location aus, in der du was auch immer veranstaltest, in der du so eine Veranstaltung machst. Derselbe Gott, der den Menschen in München begegnet ist, ist den Menschen in Freiburg begegnet. Und derselbe Jesus, der die Menschen in Freiburg gerettet hat, hat die Menschen in München gerettet. Gott ist nicht abhängig von uns. Und können wir künftig auf riesen LED-Walls verzichten? Ja, können wir. Können wir aber künftig auch weiterhin LED-Walls verwenden? Warum nicht? Unterm Strich ist es völlig egal, wie deine Bühne aussieht. Entscheidend ist, dass der da ist, wegen dem wir alle zusammenkommen. Entscheidend ist, dass Gott da ist. Entscheidend ist, dass sein Geist da ist und Raum bekommt, um zu wirken. Und das vergessen leider sehr viele. Aber weißt du, was passiert, wenn du dem Geist Gottes den Raum gibst, um zu wirken? Er geht durch die Reihen und plötzlich fängt es an, dass göttliche Pläne Realität werden. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie zuvor einen Altaraufruf erlebt wie hier in Freiburg. Menschen sind nach vorne gekommen, weil sie sich entschieden haben, sie wollen ganze Sache machen mit Jesus, aber haben sich nicht, wie ich das normalerweise kenne, einfach mit dem Blick zum Prediger gerichtet, sondern sie kommen nach vorne und drehen sich um zur Menge und schauen in die Menge. Und einfach um zu zeigen, ich war und bin mutig und gehe diesen Schritt und zeige der Welt und mir selbst, dass ich ab jetzt hundertprozentig unterwegs bin mit Jesus. Und es hat mich so sehr berührt und allgemein ist für mich das immer das Highlight, wenn die Menschen einfach ihr Leben Jesus geben, ihm 100% anvertrauen und bereit sind, alles stehen und liegen zu lassen, um ihm nachzufolgen. Und das ist nicht nur am ersten Abend, sondern auch noch am zweiten Abend passiert. An beiden Abenden, obwohl zu 75% andere Leute da waren, an beiden Abenden war der Altaraufruf genau so, dass die Menschen sich umgedreht haben. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Was ich euch auch erzählen möchte, ist eine Geschichte, die mir jemand am Samstag tagsüber erzählt hat bei unserem Outreach, weil wir hatten nämlich zwischen den beiden Abenden am Samstag in der Stadt Freiburg einen Outreach, wo wir einfach das Evangelium verkündet haben. Und es kommt jemand auf mich zu, der am ersten Abend da war. Und er erzählt mir, er ist vor 16 Jahren ausgewandert nach Argentinien, hat auf YouTube die Einladung gesehen zur Encounter Night. Und er hat mir erzählt, er hatte so einen Hunger nach Gott, er hat so eine Sehnsucht danach, mehr von Gott zu erleben, dass er einfach für einen Abend, weil am zweiten Abend musste er schon weg, er hat gerade noch so den Outreach mitmachen können, dass er einzig und allein für diesen einen Abend nach Freiburg geflogen ist, um dabei zu sein. Nicht, und ich möchte es wirklich nochmal betonen, nicht wegen mir, nicht wegen uns, nicht wegen dem tollen Programm, das wir hatten, weil wir hatten kein Programm, einzig und allein, weil er Hunger hatte nach Gott. Und ich habe ihn gefragt, hey, hat es sich gelohnt für dich, diesen weiten Weg von Argentinien nach Freiburg? Und er hat gesagt, Chris, es war unglaublich, es war so stark und er wünschte sich, mehr davon auch in Argentinien zu erleben. Und ich habe ihm dann ein paar Sachen genannt, von denen ich weiß in Argentinien. Und ich erzähle euch das nicht, um zu sagen, so, boah, schau mal, da ist einer von Argentinien gekommen, sondern um dir zu zeigen, dass wenn du Hunger hast nach einer Begegnung mit Gott, wenn du auf der Suche bist nach Gott, dann wirst du ihn finden. Dann wirst du ihn finden. Und es gibt, ich erlebe das so oft und deswegen machen wir diese Encounter Nights, weil ich so vielen Menschen begegne, die sagen, ich habe so Hunger nach mehr. Ich habe so Hunger, mehr zu erleben von Gott.
Außerdem war die liebe Simona da. Und die Simona ist eine junge Frau, die auf der ersten Night in München dabei war. Und falls du das Video davon gesehen hast, sie ist diejenige, die erzählt hat, wie Gott ihr an diesem Abend begegnet ist und was er Tolles getan hat für sie. Und ich habe sie gefragt, weil ja ein paar Monate dazwischen waren jetzt so, wie es ihr heute geht, was sie so macht. Und sie hat gesagt, hey Chris, es ist so unglaublich, was Gott seit diesem Abend gemacht hat, wie er mein Leben verändert hat und was alles in mir in Bewegung gesetzt wurde und was alles zurückzuführen ist auf diese Begegnung, die ich hatte an diesem Abend. Aber am besten hörst du einfach selber zu. Hi, ich bin Simona. Ich war bei der allerersten Encounter Night in München. Und seitdem hat Gott wirklich mein Leben verändert. Ich war schon ein Jahr mit Jesus unterwegs und wusste, was er tun kann. Ich habe Wunder auf der Straße erlebt. Und ich habe dieses Video von der Encounter Night gesehen, diesen Vorspann, und habe gedacht, ey, da musst du hin. Und ich komme aus der Nähe von Hannover und bin extra nach München gefahren, um einfach die Gegenwart Gottes zu erleben. Und ich sag euch, das war so krass, was ich dort erlebt habe. Also Gott hat nicht nur meine Rückenschmerzen genommen, er hat auch meine Seele wirklich geheilt. Und ich bin so gespannt, was noch weiter kommen wird, weil ich weiß, nach der Encounter Night hat er was mit mir gemacht. Also ich habe in der Bibel angefangen zu lesen und ich habe gemerkt, okay, Gott hat einen Plan mit mir. Und ich bin so gespannt, was er weiter in meinem Leben macht. Also ich bin auf die Straße gegangen, ich habe mit Arbeitskollegen geredet und ich habe wirklich mein Leben komplett geändert. Von 0 auf 100, also nach der Encounter Night, es ging nach und nach immer weiter zu Jesus, immer weiter. Diese Beziehung ist so krass gewachsen und ich kann gar nicht erklären, es kam nicht aus meiner Kraft. Er hat einfach gemacht, nur weil ich gehorsam war und nur weil ich ja die Schritte gegangen bin, die Gott mir gesagt hat, und es war unglaublich. Wenn du die ganze Geschichte von Simona hören möchtest, dann schau gerne mal auf meinem Zweitkanal von meiner Ministry hier auf YouTube vorbei. Ich packe dir den Link dazu unten in die Videobeschreibung. Und jetzt kommt das Allerbeste, die Simona hat an diesem Abend ihre Schwester mitgebracht, die Jesus nicht kannte. Und sie hat dort an diesem Abend ihr Leben Jesus gegeben. Außerdem war ein Kameramann da, der auch diese Möglichkeit sich nicht hat nehmen lassen, um seinen Bruder mitzunehmen. Und er war wirklich eingeladen, einfach nur um zu filmen. Ich habe ihn gefragt, hey, komm vorbei zum Filmen. Und er nimmt seinen Bruder mit. Dieser Bruder kannte Jesus auch nicht. Er hört das Evangelium und er gibt sein Leben Jesus. Und am zweiten Abend, wo er eigentlich wieder nach Hause fahren wollte, und er hat mir gesagt, er war schon am Bahnhof, aber er wusste nicht warum. Irgendetwas hat ihn gezogen, nochmal auf die Encounter Night zu kommen. Und er ist umgedreht, er kam nochmal zur Encounter Night. Sogar der Kameramann selber war überrascht davon. Und das passiert, wenn du den Heiligen Geist wirken lässt. Und ich möchte auch das nochmal betonen. Das ist nicht, weil wir irgendwie ein tolles Konzept haben, weil wir irgendwas verstanden haben, weil wir wissen, wie irgendwas funktioniert. Nein, das ist das, was passiert, wenn Menschen aufstehen und das Evangelium verkünden. Das passiert ist, wenn du aufstehst, wenn du rausgehst und der Welt von der rettenden Botschaft von Jesus Christus erzählst. Und weißt du, was die Simona gemacht hat? Genau das. Sie ist aufgestanden und hat entschieden, kurz nach Freiburg, weißt du was? Ich bringe dieses Konzept in meine Stadt. Wir machen einen Abend, wo die Menschen aus der Region, wo sie wohnt, in der Gegend von Hannover, wo sie Menschen eingeladen hat, um eine Begegnung zu haben mit Gott. Wo sie Menschen eingeladen hat, damit sie das Evangelium hören. Weißt du, ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten Dinge so sehr verkompliziert. Dabei ist es eigentlich so einfach. Es ist eigentlich so einfach. Weil, und ich weiß, ich sage das so oft, aber es gehört so oft gesagt, weil es so viele Menschen noch nicht verstanden haben. Es ist das Evangelium, das Kraft hat. Die Kraft ist nicht in dir, die Kraft ist nicht in mir. Es ist der Geist Gottes, der die Herzen der Menschen verändert, und er wartet nur auf eine Sache, nämlich auf dich. Er wartet darauf, dass du ready bist, dass du sagst, ich stehe auf, ich gehe raus, ich gehe da raus. Und erzähl der Welt von der rettenden, besten Botschaft der Welt. Wir haben keine Zeit mehr zu warten, Leute. Und weißt du, lass uns doch einfach mal aufhören,
andere zu kritisieren und darüber zu diskutieren, warum da in dem Gottesdienst mehr Leute rumhüpfen als in dem anderen und warum da manche Dinge komisch sind in dem anderen, solange wir doch in den wesentlichen Dingen übereinstimmen können, solange wir, ja, ich sag mal, in heilsrelevanten und in den wirklich wichtigen Themen sagen können, so unser Fokus ist die Bibel, das Wort Gottes. Wir stellen uns auf das Fundament der Bibel und unser Fundament ist Jesus Christus. Wenn wir hier übereinstimmen, dann lasst uns doch weniger auf das schauen, was uns in Einzelheiten, die unwichtig sind, unterscheidet und lasst uns schauen, dass wir gemeinsam als Leib Christi, nicht als Christ, nicht als Gemeinde XY, sondern gemeinsam als Leib Christi vorwärts gehen, um die Ernte, die da draußen wartet, einzufahren. Die Zeit rennt, meine Lieben, die Zeit rennt und wir haben keine Zeit mehr zu warten, dass irgendwelche anderen etwas tun. Gott ruft dich. Die Bibel sagt, jetzt ist der Tag der Rettung. Nicht später, nicht morgen, sondern jetzt ist der Tag der Rettung. Und bis zum Ende gilt folgender Satz, den Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.